jetzt habe ich was ganz Dummes gemacht und zwar habe ich das Mikro ausgeschaltet und habe trotzdem weitergespielt. Aber es hat sich nichts geändert. Also es waren jetzt nur wenige Sekunden. Ich bin jetzt nur einfach von hier unten hochgekommen. Also, nichts hat sich geändert. Sehr schön. Gucken wir mal hier rein. Hier ist Kohle. Das ist sehr schön. Und jetzt mit dem Holz. Was wollte ich mit dem Holz machen? Glas brauche ich. Das weiß ich, dass ich Glas brauche. Und jetzt gehe ich mit dem Holz mal hoch in unseren zweiten Stock. Kann es sein, dass ich gerade auf Fahr bin? Nee, bin ich nicht. Guck, jetzt hat es nämlich gerade eben wieder so blöd gestockt, dass ich wieder gedacht habe. Genau, und zwar wollten wir hier unseren Eingang bauen. Sehr schön. Das machen wir jetzt noch so. Zack und zack und so. Und dann wenn ich noch eins weitermache, weiß ich nicht, aber weißt du was, ich mache jetzt hier noch einmal so und dann so. So, also noch einmal und dann so. So ist okay. So ist es akzeptabel. Dann wird die Runde mit dem Holz da hinten jetzt erstmal, soweit ich sie habe, fertig gebaut. Ich bitte, noch einmal. Das kann man nicht genug oft bitten, um Kommentare, wie ihr das findet. Weil bis über den zweiten Stock habe ich jetzt wenig Feedback bis jetzt bekommen. Das, was für mich bedeutet, wie, mach einfach weiter, Thibaut. Aber es wird mich wirklich freuen, wenn ich ein bisschen Feedback bekomme, damit, ich weiß, was ich, machen soll. So, hier kommt zwei Fackeln hin. Warum nicht die Fackel in die Mitte? Weil in die Mitte ein Bild reinkommt. Dafür brauche ich Papier. Und Papier mache ich Zuckerrohr und ich farme ja unten, sieht man jetzt nicht, Zuckerrohr ordnungsgemäß an. Hier wieder Holz und dann glaube ich, ne, hier kann ich ja das nicht hinmachen, weil ich bin ja dumm, weil hier kommt ja das Dach dazu. Aber jetzt kann ich euch zeigen, was ich machen wollte hier mit unserem nächsten Projekt. Und zwar eine kleine Plattform, um unser... Nein, so wollte ich es nicht machen. Axt habe ich gar nicht da. Mein Gott, dann mache ich es schnell mit der Hand. Und jetzt, also ihr werdet sehen, eine kleine Plattform um den Baum herum, damit eben man so dann hoch in unser Baumhaus kommt, das ja, wo ich euch ja versprochen habe, dass das gebaut wird. Weg mit der Liane, am besten ganz oben die Liane weg, weil die nerven so unglaublich, dass alles zu spät ist. So. Ja, noch weiter, noch ist die Plattform nicht vorbei und den zweiten und sehr schön, jetzt haben wir das und dann führt hier so die Treppe nach oben oder wisst ihr was, wir könnten natürlich auch, jetzt zum Beispiel wäre es schön, wenn ich eine Liane hätte, einfach die Liane lassen, das macht dann so ein Naturfeeling. Was haltet ihr davon oder ist das eher eine saublöde Idee? So, ich baue hier kurz die Plattform ein bisschen weiter aus, weil ich hier etwas machen möchte, damit sich da mal das hier ein bisschen cooler aussieht. So, jetzt können wir hier wieder durch. Ich muss ehrlich, ich muss kurz auf Short stellen, tut mir leid, weil es ruckelt gerade zu sehr. Zu sehr. Jetzt kann ich mich wieder frei bewegen, sehr schön. Außerdem bauen wir eh gerade und die Lianen wachsen immer noch. Hier muss ich ehrlich zugeben, mache ich aber kurz was. Ja, hier mache ich kurz was. Weißes Holz habe ich unten, das hole ich schnell. Runter mit mir, zack. Weißes Holz, nee, nicht weißes Holz, sondern Birkenholz. Was habe ich denn, diese Scheißteile hier? Die brauche ich nicht, die Samen. Hoch geht's. Und zwar möchte ich hier wirklich so eine gemütliche kleine Ecke machen. Jetzt muss ich aber überlegen. Jetzt muss ich, dann muss ich das hier wegmachen. Und dann stelle ich hier hin. Ach nee, nee, das geht nicht. Geht nicht, weil sonst müsste ich hier mitten den Eingang unterbrechen und obwohl...
Nein. Gute Idee. Sehr gute Idee. Sehr schön. So. So. Und dann hier einfach. Wo ist mein normales Holz? Da ist mein normales Holz. Die Wand. So. Und dann hat man einen Balkon, der von beiden Seiten begehbar ist. Und ich erinnere euch nochmal dann, ich baue immer erst die Wand fertig, bis ich dann zur Tür komme. Und die Tür setze ich auch nicht in die Mitte, sondern die Tür kommt schön brav hier rein. Warum oben eins freilassen? Weil oben Glas entkommt, wie bei allen oder so gut wie allen Türen. Dann kommt man hier so durch, sehr schön. Kann vielleicht hier noch so ein Fenster machen, wo man in das Schlafzimmer reinschaut. Dann ist so getönte Fenster oder keine Ahnung, sehr schön. Das ist doch cool. So, jetzt hole ich noch, mache ich mir noch schnell eine Tür. Eine Tür, wie geht eine Tür? So geht eine Tür. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eine Tür. Mit der Tür gehen wir wieder hoch und da mache ich auch gleich eine Druckpalette, weil im Haus können ja keine Viecher kommen. Also im Haus sind eh dann keine Viecher drin. Hallo, Druckpalette, das ist eine Druckpalette. Und mich nervt, dass dieses ganze Aufding umdrehen und so. Also die Tür mit der Öffnung zur der Seite und der Druckpalette auf der Seite. Zack. Beim Reingehen schnell drauf tippen und es wird wieder zugemacht. Und dann kommt hier. Obwohl, Moment einmal. Wenn ich das mache, dann wird ja die Idee meines zweiten Stockwerks zerstört. Und zwar, dass ich von allen Seiten cool sehen kann, wo die Sonne kommt. Das heißt, ich muss leider hier mein Glas reintun und auf der anderen Seite so, guck so. Und dann kann ich hier, damit es ein bisschen futuristisch aussieht, kann ich hier auch noch so mein Glas rein. Ne, das ist das falsche Glas gewesen. So. Beziehungsweise hier muss das Glas rein. Dann sieht das nämlich aus wie eine richtige Stütze. Genau. Dann mache ich oben noch schnell das Holz hin, damit es fertig aussieht. So, oben kommt das Holz hin. Dann sieht es dann so schön fertig aus. Sehr schön. Und auf der anderen Seite, hier, also hier, mache ich wieder alles dummerweise kaputt. Kommt das hier auch noch weg. Und das hier kommt auch noch weg. Und dann haben wir hier nochmal einen kleinen Balkon. Einen kleinen Balkon. Aber einen kleinen. Guck, eins, zwei, drei. Und das war's schon. Zack, 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 zack. Sehr schön. Ich weiß gar nicht, wie viel hatten wir bei dem Balkon hier? Auch drei. Guck, das ist überhaupt kein Problem. Hatten wir da weiß, gell? Da hatten wir weiß. Was? Weiß, genau. Ah, sehr schön. Ah, ich glaube, wir haben nicht genug Birkenholz. Also für das, glaube ich, reicht's noch, aber dann heißt's neues Birkenholz holen. Sehr schade. Birkenholz ist ein schönes Bauholz. Also ich weiß nicht, ob man im echten Leben gut mit Birkenholz arbeiten kann. Wahrscheinlich geht das sogar recht gut. Da bin ich kein Profi. Das müssten wir einen Profi fragen. Hier irgendwie, das muss noch geklärt werden, wie das geht. Hier geht man, das muss hier auch noch irgendwie gemacht werden. Da muss ich schauen, wie ich das mache. Aber jetzt hole ich mir als erstes so ein paar die Teile hier. Jetzt mache ich hier mir hier mal. Hole ich mir die hier genau und dann mache ich hier nochmal schön. Am besten ich verbaue jetzt alle dann. 15, na toll, 15 ist ja auch wahnsinnig viel. Sehr schön, noch ein und zack. Und die gehen nicht mehr. Mit diesen 19
Gehe ich jetzt wieder hoch und baue meinen schönen Balkon hier fertig. Zack, 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 zack. Wahrscheinlich reichen die 19 noch. Ja, doch, die reichen. Doch, die reichen, aber... Ja, sehr schön. Dann muss hier... Ach, jetzt habe ich vergessen. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wisst ihr, was ich vergessen habe? Das Wichtigste aller wichtigsten Sachen. Meine schöne Beleuchtung. Die, ihr kennt mich doch. Hier muss immer Beleuchtung hin. Sehr schön. Okay, und dann steht man hier so und man kann hier die Sonne aufgehen sehen und alles schön und gut. Perfekt. Ich überlege gerade, ob ich gleich ganz das Glas wegmache. Ja, es sieht ordentlich aus. Ohne Glas ist sogar fast besser. Ihr habt total recht. So, jetzt muss ich hier aber trotzdem noch zumachen, weil sonst sieht das so nicht fertig aus. Und das darf es nicht. Das darf nicht fertig aussehen. Hier ist diese Wand. Und hier ist der Eingang, der eigentlich so passt. Sehr schön. Hier würde ich halt dann dieses schwarz-weiße Schachfeldmuster reintun. Hier ist ein riesiger Balkon. Und dann kann man hier so hingehen und klettert dann an den Lianen, die ich dummerweise hier zerstört habe, hoch. Aber ich kann, ja, so eine Mischung machen aus Dingen. Dann kann ich hier so gucken. So. Ach so, nee, geht nicht. Habt ihr gesehen? Geht nicht. Er klettert nicht mal hoch. So. Das ist natürlich blöd. Und das ist, meine Damen und Herren, natürlich nicht so toll. Es ist, Ja. Jetzt muss ich mal überlegen, was wir noch so machen. Ich glaube, wir bauen hier erstmal mein Gerüst fertig, nachdem ich aber mein Licht, das ich ja so gern habe, angebracht habe. Hier brauche ich eigentlich... Setzen wir hier auch noch ein Licht hin. Nein, nicht hier. Die Fackel sieht sehr nach... Ich habe sie verloren aus, beziehungsweise jetzt habe ich sie nicht mehr verloren. Hier geht es wieder rein. Da muss auch noch eine Drucktablette hin. Das nervt mich nämlich. Und zwar auf der anderen Seite. Auf der Seite, wo nicht die Viecher rein können. Hier, zack. Wieder Holz. Ich habe ganz schön viel in meinem Inventory. Das muss ausgemerzt werden. Aber gute Minecraft-Spieler haben das. Ja. Sehr gut, dann kann ich nämlich hier so rein. Geht die Tür auf und hier geht auf. Perfekter Mechanismus. Sehr schön. Guck, hier hat man den Balkon. Das ist cool. Dadurch, dass ich hier einen Balkon habe, ist das ein geschützter, für Regen geschützt. Anders als oben. Hier ist Sing. Da muss auch... Also ich gehe jetzt dann wieder hoch, runter und hole Zuckerrohr. Dann geht man hier... Also der Eingangsbereich erst einmal ist für mich nicht zufriedenstellend. Ganz und gar nicht zufriedenstellend. Aber es soll kein Problem sein. Ich gehe jetzt hoch und werde die Aufnahme beenden. Auf unserem schönen Balkon mit Blick auf unser Haus. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Eure Game Factory. Vielleicht mit Musik, vielleicht ohne Musik. Keine Ahnung. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.